So. Und mit diesen Bildern willkommen zurück. Wir spielen Anno 1800 im freien Spielmodus. Schreibt mal in die Kommentare bitte, ob ihr die Kampagne sehen möchtet oder ob ihr das hier weiter sehen möchtet. Hier oben mein Geld wächst langsam, die Bilanz geht immer mal hoch und runter. Einfluss ist jetzt nicht wirklich hoch. Gesamtbevölkerung muss ich noch hochbekommen auf 1200. Aktuell bin ich bei 730. Aber das wird. Das Einzige, was mir momentan ein bisschen Sorgen macht, sind die Stoffe. Aber ich glaube, da werden wir uns noch eine Schaffarm zulegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau das Richtige ist. Und noch eine Weberei. Die setzen wir hier hin. Ist die in der Nähe, gleich neben dem Lagerhaus. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Freitag, schönen Freitag. Jetzt ist ja Wochenende. Ruht euch aus, genießt es. Vielen, vielen Dank für die Leute, die ein Abo dagelassen haben natürlich. Für jeden Einzelnen, der einen Daumen nach oben gegeben hat, egal bei welchem Video bis jetzt. Ich denke, ich habe jetzt die richtige Einstellung für die Videos gefunden. Und jetzt brauche ich nicht mehr großartig rumschrauben. Ich hoffe auch mit dem Sound passt. Wenn nicht, sagt mal Bescheid. Haut mal was raus, dass ich das noch umstelle. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nichts, was jetzt noch umgestellt werden müsste. Genau. Na, genießt es, schaut zu. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche es dann nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und alles andere bekommen wir hin. Und vielen Dank an alle, die hier dabei sind. Natürlich. So. Dann. Naja, geht doch. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Wahnsinn. Jedes Produktionsgebäude benötigt einen. Aha. Ehrliche Arbeit. Mehr wollen wir nicht. Oh, nehmen wir mal das. Keine Änderung? Wirklich? Keine Änderungen? Gebratene Enten fliegen einem selten in den Mund. Doch bei ihnen ist alles möglich. So. Gut, vielleicht. Nein, können wir nicht. Dum, 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 dum. Pflasterstraßen. Dafür haben wir keinen Stein bzw. Ziegelstein.
Eine Lehmgrube. Wo haben wir da eine? Hier ist keine. Ja. Super. Da drüben. Und da bringt's mir nichts. Eine Brücke wäre toll. Wie mache ich Brücken? Brücken. Wie gehen Brücken? In jedem Feld wächst auch ein bisschen Unkraut. Ich brauch doch eine Brücke. Ah, okay. Alles klar. Also, Brücken gehen eigentlich ganz einfach anscheinend. Ja. Genau so. Na dann. Ja, ich weiß doch. Machen wir hier noch ein Lagerhaus an. Wir sind viel zu wenige. Ja. Was braucht er denn? Der Boss. Ah, noch ein paar. Immer erstmal alle nach und nach. Um eine Reihe. Gut gemacht. Okay. Ein Gewusel ist es. Dann machen wir da drüben auch. Gehört dieses Land ihrer Königin oder darf ich? Ich verspüre Trauer. Ja, schön. Der Metallpflug hat einiges geändert, ganz klar, aber zum Besseren oder Schlechteren? Hm.
So, ein Schweinestall. Wir kümmern uns hier um alles. So, und dann zwischendurch immer wieder die Bilanz im Auge behalten. Ja, die muss stetig, wenn es geht, über 100 sein. So, dann machen wir hier hauptsächlich Industrie und dann fangen wir mal hier wieder an und machen Häuser. Machen wir mal so. Das Ganze ab mit einer Feuerwehr. Nicht, dass mir hier der ganze Bums in Flammen aufgeht. Dann bekommt hier setzen wir jetzt hier noch die anderen Sachen rein. Und zwar folgendes. Das nicht. Das auch nicht. Feuerwehrhammer. Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel werden?
Nö. Oh nein, nicht du auch. Metzgerei. Naja, aber so langsam wächst. Wir sollen ungern den Vorarbeiter deswegen an. Haben Sie einen Moment? Nicht übel, Boss, wirklich. Ich habe Optimierungsmöglichkeiten aufgetan, die du angehen solltest. Wieder nicht auf die Bilanz geachtet, ne? Ich sage nicht, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich glaube, ich baue noch eine Holzfällerhütte. Zwei sind immer gut. Helfen Sie mir, Ordnung ins Chaos zu bringen? Möchte es jetzt eigentlich relativ ungern machen. Ich schwebe wie auf Wolken. Feuerholz sammelt man am besten vor Sonnenuntergang. Ist es unhöflich zu fragen, ob Sie bereits fertig sind? Ein Handelsabkommen zwischen Konkurrenten wurde aufgekündigt. Bereit für neue Befehle!
Ja, aber ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, was das soll. Holen Sie von Quinns verziertes, von Quinns verzierter Klippe ab. Ei, ei! Verhalten ist vorbildlich. Wo ist denn Blakes Leuchtturm? Okay. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Nicht doch verschwenden. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Sind unterwegs. So, schauen wir mal, was das bringt mit der Mission. Flaggschiff steht zu Diensten. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt bringen wir mal das noch in trockene Tücher. Schauen wir nochmal nach der Siedlung. Bringen Sie frohe Kunde. Steuermann? Sie haben Xin gezeigt. Integrität. Ei, ei! So. Kommst du mal wieder nach Hause? Segel! Kein Platz mehr frei.
So. Okay. Also. In diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ihr bleibt mir treu. Vielen, vielen Dank für jeden Einzelnen, der einen Daumen nach oben gibt. Super, ihr macht es echt super. Ich werde jetzt, glaube ich, da noch ein Video aufnehmen, das wird dann morgen kommen oder vielleicht doch heute. Ich muss mal schauen. Aber wie gesagt, haut in die Kommentare, ob wir die Kampagne spielen sollen oder ob ich hier in dem freien Modus bleiben soll. Weil es klar, in der Kampagne lernt man dann doch ein paar Sachen, wo man jetzt so im freien Modus, wenn man es nicht kennt, nicht beachtet. Speziell jetzt auch mit den Handelsrouten und so weiter, da bin ich überhaupt nicht firm, das sage ich gleich offen und ehrlich, so wie es ist. Aber wie gesagt, haut's mal rein. Wir machen alles. Ja. Und ich würde sagen, wir bleiben jetzt dann erstmal bei Anno, weil Anno, mein Breakpoint macht auch Spaß oder Wildlands, aber Anno macht momentan, finde ich, mehr Spaß. Ne? Also, haut da rein. Einen schönen Freitagabend noch. Ciao, ciao.